sehen meine Haare aus, wenn ich in den Platzregen komme und sie danach wasche und Luft trockne? Ja, so ist das. Wir müssen heute mit meiner Zottelfrisur leben. Ich hatte jetzt keine Lust, mir die Haare zu kleppen. Hey, ihr Lieben, heute wird es mein Lovely Box Unpacking geben. Ich freue mich total. Die Post war gerade da und hat mir die Lovely Box gebracht. Und ich wollte sie jetzt sofort auspacken und deswegen dachte ich mir, ach egal, stellst schnell die Kamera auf, schmeißt die Softbox an und packst mal schnell die Lovely Box aus, denn ich wollte sie jetzt nicht nur ewig herumstehen lassen und noch tagelang nicht auspacken. Deswegen dachte ich mir, scheißegal wie du heute aussiehst, du packst jetzt diese Box aus. Und ich hatte mich diesen Monat das erste Mal mitbeworben bei der Lovely Box und hatte echt gleich Glück, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe mich vorher immer nicht mitbeworben, weil ich dachte, ah, du gewinnst sowieso nie was. Du hast immer so ein Pech, du gewinnst nie was. Und dann hat die Liga gesagt, komm, die verlosen die jetzt gerade wieder, bewirb dich doch einfach mal. Und das habe ich getan und tada, ich habe eine gewonnen. Und das Thema der Lovely Box in diesem Monat war spannender Sommer. Und also ich vermute, es geht so in die Richtung Krimi und Thriller aufgrund des Themas. Und das passt mir sehr, sehr gut. Ich wollte schon sehr lange mal wieder ein Krimi oder ein Thriller oder sowas lesen. Ich habe das letzte Mal was gelesen, das war letztes Jahr im Oktober, November. Da habe ich von Sebastian Fitzek Amokspiel gelesen. Das ist schon echt eine Weile her. Und ich wollte schon sehr lange mal wieder was in die Richtung lesen. Und deswegen passt das jetzt ganz gut, dass wir zusammen diese Box auspacken. Und ja, ich freue mich jetzt drauf und gucken wir mal rein. Tada! Oh, da ist ein Zettel mit meinem Namen. Oh, da freue ich mich. Ich gucke da jetzt erstmal rein. Oh mein Gott, sie sieht so hübsch aus. Oh mein Gott, schaut mal. Oh mein Gott. Oh, ich liebe diese Lesezeichen. Die habe ich schon. Aber ich finde die so süß. Ich finde den Fuchs ganz toll und die Eule und den Esel. Oh, ich finde die so toll, die Lesezeichen. Juhu! Lesezeichen kann man immer gebrauchen. Oh, guck mal. Oh, wie cool. Oh, guck mal, hier ganz viel Pufferzeug. Oh, das habt ihr schon John Grisham gesehen, gell? Oh, ich finde ja diese Beutel, diese Tonbeutel hier, die sind jetzt gerade in, die sind ja wieder mega cool. Du kannst dich nicht verstecken. Vom Bildstein Verlag. Sehr, sehr cool. Da freue ich mich. Wow, voll, voll nice. Da ist das erste Buch. So, und zwar haben wir von John Grisham die Anklage oder nur Anklage. Spiegelbestseller erstmals im Taschenbuch. Also ich wollte schon sehr lange mal was von John Grisham lesen. Ich habe eine Arbeitskollegin, die mag das total gerne. John Grisham Bücher und ja, die schwärmt da mal total von, deswegen wollte ich da schon sehr, sehr lange was von lesen und sehr cool, dass es mit dabei ist. Dann haben wir Night Falls. Du kannst dich nicht verstecken von Jenny Milchmann? Jenny Milchmann, bist du eine Deutsche? Ich weiß es nicht. Also entweder ist sie Jenny Milchmann oder Milchman. Ich vermute mal Milchman, sie wird mit einem N geschrieben. Sieht auch sehr, sehr spannend aus. Oh, guck mal, ich finde das immer cool, wenn hier unten in den Büchern hier nochmal sowas ist. Der aufregendste Thriller des Jahres. Na, da bin ich ja mal gespannt. Denkst du wirklich, du hast alles hinter dir gelassen? Ich zeig's euch mal so, da könnt ihr mal im Standbild, falls ihr mal gucken wollt. Ey, sehr, sehr cool. Wirklich. Und dann noch ein drittes Buch. Oh, da gibt's sogar eine Leserunde. Sehr, sehr cool. Justins Heimkehr von C.H. Beck. Ist das jetzt der Buchtitel? Breath. Anthony Johnston. Ich weiß gerade nicht. Ich mach mal hier ab. Also da gibt es eine Leserunde zu diesem Buch. Ich leg das mal kurz hier so ab. Also Justins Heimkehr heißt der Buchtitel, nehme ich jetzt mal an. Und von C.H. Beck. Breath Anthony Johnston. Ich bin jetzt etwas irritiert, weil hier zwei Namen stehen. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch auch hier mal hinten das, falls ihr mal gucken möchtet. Könnt ihr mal so mit gucken, um was es geht. Aber ich finde das Cover ja echt mega cool. Jetzt versagt mir auch noch die Stimme, ich brauche ein Big Blau. Also, dieses Cover finde ich echt hübsch hier mit dem Auto. Das gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, zu diesem Buch gibt es auch eine Leserunde. Ich klebe mal den Zettel hier wieder drauf, falls ihr euch die Leserunde mal angucken wollt. Also hier bei, ne, ihr wisst ja Bescheid.
Oder einfach, wenn ihr im Lovely Books oder wenn ihr bei Lovely Books angemeldet seid, einfach Justin's Heimkehr. Und dann werdet ihr, denke ich mal, automatisch zur Leserunde weiter. Ich finde ja die Lovely Box mal mega cool. Vor allen Dingen dieser Beutel, der hat es mir total angetan. Ich finde den einfach nur stark. Der gefällt mir richtig gut. Und auch die Bücher, wie gesagt, John Grisham wollte ich schon sehr, sehr lange mal was lesen. Und freue ich mich, dass dieses Buch dabei ist. Und auch die anderen beiden Bücher hören sich, oh mein Gott, es krümelt hier so. Oh mein Gott. Ich habe meine ganze Couch schon mit diesen Dingern hier voll gekrümelt. So cool dieses Fütterungsmaterial ist, es ist nicht wohnungsfreundlich. Wartet. So. Ich finde auch Nightfalls und Justin's Heimkehr hört sich sehr, sehr gut an. Und ich werde diese Bücher auch echt gucken, dass ich sie sehr, sehr zeitnah lese. Gerade wenn es zu Justin's Heimkehr jetzt eine Leserunde gibt. Will ich mal gucken, aber ich fahre jetzt in Urlaub, deswegen mal schauen, ob das was wird. Aber ansonsten wirklich, ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Box und ich freue mich riesig, dass ich sie bekommen habe. Wie findet ihr denn die Lovely Box? Ich finde sie ja mega cool, man kann sie ja auch bestellen. Und ja, wie findet ihr sie denn? Findet ihr das gut oder sagt ihr, oh nee, irgendwie ist das schon doof, dass man da Bücher bekommt, wo man nicht weiß, was es genau ist und ihr euch einfach überraschen lassen müsst oder sagt ihr, es ist eine coole Idee und ihr findet das toll. Also ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Idee und meine Stimme versagt schon wieder. Hoffentlich werde ich nicht krank, ich will in Urlaub fahren. Ja, so viel dazu. Das war meine Lovely Box. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.